Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Heute wird es ganz gesund. Wir machen nämlich eine One-Pot-Pasta mit Kichererbsen, ganz viel Spinat, ganz viel Zitrone und ganz viel lecker. Legen wir los! Dieses Rezept, was ich euch gleich zeige, hat mir zwei Dinge gelernt, aber dazu kommen wir später. Das Rezept selbst habe ich von der lieben Katharina und dem lieben Daniel vom Laufblog bewegt. Die haben inzwischen die dritte Ausgabe geschrieben von ihrem Kochbuch A Grain, A Green and a Bean und ich glaube, ich habe zu jedem Kochbuch ein Rezept Video schon gemacht und die kommen super an bei euch. Das ist auch kein Wunder, weil die Rezepte sind wirklich gesund, sie gehen meistens sehr, sehr schnell und sie sind lecker. Das ist wirklich wichtig. Wir legen los. Ihr müsst eine Zwiebel schälen und klein schneiden. Das gleiche macht ihr ebenfalls mit einer Knoblauchzehe. Danach 250 Gramm Spinat gründlich waschen und in dünne Streifen schneiden. Und das war's auch schon mit der Schnibbelarbeit. Anschluss machen wir in einem Mixer eine Zero Waste Sahne. Das geht ganz einfach. Cashewnüsse und Wasser vermengen, auf höchster Stufe vermixen und dann ist eure pflanzliche Sahne, Cashew-Sahne, fertig. Wenn die Sahne fertig ist, stellt ihr sie zur Seite. Und jetzt benötigt ihr einen Topf und das ist das letzte Küchenutensil, das ihr außer einem Löffel noch benötigt. Das ist die erste Sache, die ich durch dieses Gericht gelernt habe. One-Pot-Gerichte sind einfach Gerichte, die man nur in einem Topf zubereitet. Ihr braucht keine Pfanne, ihr braucht nichts abgießen, kein aufwendiger, nerviger Abwasch. Danach nur einen Topf müsst ihr später abwaschen. Ganz toll. Weiter geht's jetzt aber mit unserem Topf. Den erhitzt ihr jetzt am Herd und gebt einen Esslöffel Rapsöl oder anderes pflanzliches Öl zum Braten rein. Dort bratet ihr jetzt Zwiebeln und Knoblauch an, bis diese glasig sind. Und jetzt kommt das Zweite, was ich durch dieses Rezept gelernt habe. Das ist jetzt wirklich verrückt. Ihr gebt einfach die rohe Pasta hinzu und 600 ml Gemüsebrühe. Ihr müsst die Pasta nie abgießen im Laufe des Rezepts. Bleibt da einfach drinnen, bis sie weich ist. Und das ist genial, habe ich noch nie gemacht. Den Deckel geben wir jetzt auf den Topf und warten, bis unsere Gemüsebrühe vor sich hinkocht. Wenn das geschieht, geben wir unsere Cashew-Sahne hinzu und unsere Kichererbsen und zwei Teelöffel Senf und einen Teelöffel Kurkuma. Alles gut vermengen, Deckel drauf und bei mittlerer Hitze einige Minuten vor sich hin köcheln lassen. Alle paar Minuten solltet ihr einmal umrühren und schauen, ob unten nichts anklebt, anbrennt. Ich habe allerdings alles genau nach Plan gemacht beim Rezept und bei mir hat alles perfekt gepasst. Das hat aber natürlich mit der Pastaart zu tun. Solltet ihr Pasta haben, die länger benötigt, dann müsst ihr in der Zwischenzeit auch mehr Wasser hinzugeben. Dann nehmt ihr entweder nochmal Gemüsebrühe oder Wasser. Die Kichererbsen habe ich übrigens am Vortag gemacht, also die kommen nicht aus der Dose. Den Spinat habe ich auch verpackungsfrei bekommen. Die Pasta habe ich im 5 Kilogramm Sack gekauft, also hier habe ich auch ein bisschen Plastik gespart. Immer so kleine Zero-Waste-Schritte. Wenn eure Pasta schön weich ist, dann kommt noch der Spinat hinzu, wir haben ihn nicht vergessen, und der Saft einer Zitrone. Verrührt alles nochmal und schmeckt es mit Salz und Pfeffer ab. Fertig ist eure zitronige One-Pot-Pasta, die wirklich fix geht und sehr gesund ist. Ihr habt gesundes Vollkorn drinnen durch die Pasta. Ihr habt etwas Grünes drinnen durch den Spinat und ihr habt Hülsenfrüchte drinnen durch die Kichererbsen. Also genau nach dem Prinzip des Buches A Grain, A Green and a Bean. Da kann man nichts falsch machen und auch ich muss sagen, sehr lecker. Für mich war es vom Geschmack her ein bisschen zu viel Kurkuma. Ihr könnt da einfach ein bisschen weniger nehmen. Also keinen gehäuften Teelöffel, sondern einen gestrichenen. Solltet ihr Kurkuma auch nicht so extrem gerne mögen. Aber man muss schon sagen, Kurkuma ist sehr, 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 sehr gesund. Warum es auch in goldener Milch vorkommt, das Video habt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das war lustig. Und ich finde, das Gericht eignet sich auch perfekt zum Vorkochen. Geht recht schnell, kann man am Sonntag am Abend kurz mal machen und dann hat man Montag und vielleicht sogar Dienstag was zu essen. Solltet ihr jetzt Lust haben, mehr nach dieser Formel zu kochen, nach dieser A Grain, A Green and a Bean Formel, dann kann ich euch das E-Book wärmstens empfehlen. Katrin und Daniel, die machen nichts, was ein Blödsinn ist. Es sind wunderbare Bilder. Die Rezepte, die ich bisher probiert habe, waren sehr lecker, sehr einfach und sehr gesund. Den Link zum E-Book habe ich unten reingepackt und auch das Rezept, wo ihr alles genau nochmal nachlesen könnt. Unten in der Infobox findet ihr auch einen Link, wo ihr abstimmen könnt, was als nächstes Video kommen soll. Ich danke euch übrigens, dass ihr da immer so brav abstimmt. Das hilft mir wirklich sehr. Und jetzt wünsche ich euch noch alles Gute. Bleibt brav, seid lieb zu euch, seid lieb zu anderen Menschen, seid lieb zu den Tieren, seid lieb zur Umwelt. Und jetzt alles Gute. Macht es gut. Schönen Tag noch. Tschüss.